Hallo ihr lieben Deponianer und willkommen zurück bei Rufus und der Rettung von Goal. Ja, wir sind immer noch dabei jetzt Goal zu retten, haben den Espresso, wir können übrigens immer noch was mit dem Karton machen. Er ist ein Feuerzeichen. Und wir den anzünden? Egal, wir haben ja jetzt hier den Papagei als Beweis. Reicht es eigentlich, um ihr den Espresso zu geben? Was soll das werden? Das ist Medizin. Und wer du? Okay. Das Lehrbuch hat versagt. Es wird... Okay. Können wir also immer noch nicht. Selbst wenn wir jetzt den Beweis des Papageis haben, der ja nur schlafend auf lebendig gewechselt ist. Ich versuche das einfach mal. Ich mache hier so ein Feuerzeichen. Funktioniert wirklich. Geil. Was riecht denn hier so komisch? Ah, Feuer! Das Rathaus brennt! Brandschutzmodus aktiviert. Brandmeister Gizmo zu Ihren Diensten. Wo ist das Feuer? Na dort, die Kammer steht in Flammen, Herrgott! Keine Sorge, Ihr Feuer ist so gut wie gelöscht. Hä? Hier liegt ein Stethoskop. Das ist doch das von... Na endlich! Gizmo, oder? Ich dachte schon, ich muss für immer in diesem Schrank bleiben. Wo war ich stehen geblieben? Ach ja. Medizinmodus aktiviert. Dr. Gizmo zu Ihren Diensten. Wie steht es um die Patientin? Unverändert, würde ich sagen. Die Diagnose überlassen Sie am besten dem Arzt. Wo ist denn jetzt mein Stethoskop? Es ist fort. Alarm! Diebstahl! Polizeimodus aktiviert. Wachtmeister Gizmo zu Ihren Diensten. Niemand verlässt den Tatort. Naheliegend, oder? Aber Rufus, Sie sind nicht unantastbar, Lotek. Vergessen Sie das nie. So, das reicht jetzt aber. Ach, kommen Sie, Gizmo. Sie haben jetzt wirklich Wichtigeres zu tun. Sagen Sie mir nicht, wie ich meine Arbeit zu tun habe. Oder wollen Sie etwa von Ihrer Schuld ablenken? Das ist doch wohl... Aha, da ist ja auch der Corpus Delicti. Damit ist das Puzzle komplett. Das Geheimnis um den diebischen Bürgermeister ist endlich gelüftet. Diebischer Bürgermeister? Was erlauben Sie sich? Hände hoch, Lotek. Das werde ich ganz bestimmt nicht tun. Sie sollten aber. Ich will aber nicht. Sie haben keine Wahl. Ach ja? Sie sind gefeuert. Sie können mich nicht feuern. Sie sind verhaftet. Sie können mich nicht verhaften. Sie sind gefeuert. Ich habe Sie Geht das jetzt immer so weiter? Verhaftet. Na und? Sie sind trotzdem gefeuert. Sie können mich nicht feuern. Sie sind verhaftet. Sie können mich nicht verhaften. Ich glaube, die sind abgelenkt. Ich habe Sie aber zuerst verhaftet. Plump. Na und? Sie sind trotzdem gefeuert. Und jetzt machen wir mal Gluck Gluck. Ich... Was? Wo? Wer war das? Ich war das. Rufus? Hat den Hieb. Alles okay bei dir? Ich glaube nicht so. Puh. Brr. Was ist passiert? Du hast die Fremde geweckt und einen Schlag auf den Kopf bekommen. Goal? Wo ist sie? Wie geht es ihr? Sie ist immer noch nicht ganz klar im Kopf. Ich glaube, ihr Implantat wurde bei ihrem Sturz ernsthaft beschädigt. Sie ist jetzt zwar bei Bewusstsein, aber sie redet nur Kauderwelsch. Darf ich sie sprechen? Natürlich. Sie liegt gleich da vorne. Ich habe sie erst einmal auf die Krankenstation eingewiesen. Aber überstrapaziere sie nicht. Sie braucht jetzt vor allem Ruhe. Kein Problem. Danke, Doktor. Okay, wir können jetzt mit Goal reden. Goal, ich bin's, dein Retter. Bisse, bisse, bisse. Putz. Nein, Rufus. Ja? Putz. Du kannst mich nennen, wie du willst, Baby.
Das ist eigentlich wie jetzt vom... oh Gott, Rufus, nein. Hat das nicht wehgetan, als du vom Himmel gefallen bist? Ach komm, das war witzig. Nee. Weil, ich meine, du bist ja wirklich vom Himmel gefallen. Also war das witzig, verstehst du? Hallo, jemand zu Hause? Jemand zu Hause? Haus. Ich nehme das mal als ein Ja mit Einschränkungen. Komm zu dir. Sup. Kartoffelsuppe. Sie sieht gut aus und man kann sich gut mit ihr unterhalten. Ritzel, Fitzel, Britzel? Nibbel, Fribbel, Sibbel. Huwelwogel? Wugel? Basel, Fasel, nimm. Mammelframs? Bimfidi, Bum, klopp. Ach, das führt doch zu nichts. Die Frau ist ja total plemplem. Okay. Plemplem, tatterettetem. Was hab ich auch erwartet? Dass sie mich mit nach Elysium nimmt? Elysium, wir müssen zurück nach Elysium. Wie war das? Schreckliche Dinge. Der Organon hat uns verraten. Schnell, wir müssen zurück. Nach Elysium, ja. Du kannst dich erinnern. Bist du das, Cletus? Was? Nein, ich bin nicht. Mein Name ist Rufus. Ich habe dich gerettet. Rufus? Ich verstehe nicht. Wo bin ich hier? Du bist ziemlich übel gestürzt. Der Arzt sagt, du leidest unter Halluzinationen. Es ist verwirrend, aber ich muss zu Cletus. Kannst du mich zu ihm bringen? Wer ist Cletus? Mein Verlobter. Oh, du, ich weiß nicht. Vielleicht bist du hier besser aufgehoben. Immerhin... Er wird dich großzügig belohnen. Oh, das, großzügig? Versuch, Cletus zu kontaktieren. Er wird nach mir suchen. Wie großzügig genau ist denn großzügig? Vielleicht kannst du ihn über Funk erreichen. Er wird versuchen, mich zu finden. Meinst du wirklich, dass das Sinn macht? Also, für einen Verlobten hat er bislang nicht sehr viel für dich geleistet, weißt du? Bitte, Rufus, du bist der Einzige, dem ich hier trauen kann. Tja, das stimmt wohl. Du kannst hier wirklich nur mir trauen. Nur mir. Und du hast deinen noblen Charakter bereits unter Beweis gestellt. Das Kreuz eines Helden. Aber um nochmal auf das Wort großzügig zurückzukommen... Ach, Rufus. Bitte, Rufus, kontaktiere Cletus. Ich wäre dir unendlich, unendlich dankbar. Es tut mir leid. Ich weiß nicht, ob ich das kann. Aber... Kuckuck. Das Kreuz eines Helden. Warum muss ich auch immer so unendlich gutmütig sein? Okay, Goal geht soweit einigermaßen gut. Das ist schon mal was. Können wir ja noch was machen? Den Haus noch machen? Der ist so schwer, ihn mitzunehmen. Aber halb so schlimm, ich bin ja... Okay. Nee, wir können wir nämlich mal an auch nicht bedienen. Weil, das muss jetzt da, ja. Ich dachte, gut, aber... Also, Entschuldigung, nochmal. Was treibst du da? Ich dachte, ich darf garantiert kurz mal an ihrem Hebel ziehen. Guter Witz. Aber... Nein! Okay. Gut, dann gibt's jetzt gerade nichts sonst zu tun. So, was ist eigentlich mit Donzo los? Der chillt hier immer noch sein Leben, okay, dann... Ja, dann geht es jetzt, irgendwie ein Funkgerät zu holen. Weil die Frage ist... Also jetzt können wir hier einen Notrufdienst machen. Hui, Magic. Weil Gizmo ist ja jetzt wieder in seiner Notrufzentrale. Vielleicht hat er ja was für uns zu sagen. Gizmo zu Ihren Diensten. Sie haben einen Notfall zu melden? Ja. Toni hat mein komplettes Schlagzeug weggeworfen. Und dabei hatte ich gerade erst den Paintball-Modus eingebaut. Rufus? Ja? Gehen Sie bitte umgehend aus der Leitung. Der Telefonist in der Zentrale ist schon gestresst genug. Aber es geht hier um meine Rechte als Ex-Freund. Ich... Oh.
Ich hasse telefonieren. Tja, wer hasst das manchmal nicht, Rufus? Okay, bei Toni können wir jetzt garantiert auch nichts machen. Können wir jetzt hier eigentlich nach unten weiter oder ist hier immer noch Sense? Was können wir denn jetzt machen? Im Rathaus ist da jetzt eigentlich mittlerweile was offen irgendwie? Hier? Das Öffnungszeiten sind immer noch leer? Die Post öffnet wieder um Uhr. Um Uhr? Um welche Uhr? Hier fehlt... Wir haben auch noch keine Uhr. Im Büro gibt's ja garantiert auch nichts weiter. Nehme ich mal an. Das war ja jetzt, haben wir jetzt eigentlich alles gelöst. Okay. Das ist zu naheliegend, oder? Ich meine, so tief wie der schläft. Und jetzt vorsichtig. Ja, wir haben eine Uhr. Wir haben eine Uhr. Leise Treter. Rufus war der Übeltäter. Der war sogar gut. Ich habe noch den Trichter, den können wir wieder mitnehmen. Cool. Was denn das hier eigentlich? Ach, Mikrofon. Warte, wir haben schon mal einen Teil für unseren, was ist hier gerade? Funkgerät, ne? Wir haben schon mal einen Teil für unser Funkgerät. Können wir jetzt hiermit die Öffnungszeit bestimmen? Sehr geil. Ich glaube, die Post hat auf. Postana! Du hast recht. Damit hast du nicht gerechnet, was? Nee, ne? Diese Stimme. Okay. Das sind eine Menge Sachen. Hier ist eine Klappe. Okay, was hat Rufus eine zu sagen? Katze in einem Laufrad, süß. Okay, die sorgt wohl für Strom oder so? Okay, jetzt bin ich verwirrt. Man lässt eine Katze die Briefmarken lecken? Na, wenn was? Man mal keinen Mist baut. Ein bisschen zu langsam oder ein bisschen zu schnell und die Lieferung ist gleich falsch frankiert. Was? Was ist hier los? Okay, wir können die Katzen aber nur angucken. Ersatzkatzenschublade, du willst mich verarschen. Never. Fehler. Nicht autorisiert? Dann halt nicht. Okay. Der Job ist so langweilig, dass ihn nur ein Roboter machen kann. Und selbst der zeigt schon Anzeichen einer Depression. Hi. Bitte nennen Sie Ihr Anliegen. Von wo aus kann ich funken? Ausgehende Funkgespräche können von jedem angemeldeten Privatgerät aus geführt werden. Okay, wir haben aber keins. Wo finde ich denn so ein angemeldetes Privatgerät? Es ist kein privates Fernsprechgerät für Außerortsgespräche registriert. Was soll denn das heißen? Man muss doch irgendwie nach außen funken können. Nicht von einem privaten Gerät aus. Okay, nicht von einem privaten. Sind denn andere? Andere Fernsprechgeräte registriert? Es existieren drei Registrierungen für Innerortsgespräche. Ah, okay. Eine Anlage befindet sich im Büro von Bürgermeister Lohseck. So. Eine Stimmt. weitere am Empfang des Rathauses. Genau. Die dritte Anlage ist das Notrufsystem der Notfallstation. Aber von da aus kann man nur interne Gespräche führen? Na, perfekt. Mist. Okay, wir müssen irgendwie ein externes Gerät bauen, was dafür sorgt, dass wir nach außen funken können.
Mann, bist du langweilig. Ich meine, macht dir der Job überhaupt Spaß? Definieren Sie Spaß. Also bei dir ist ja echt Hopfen und Malz verloren. Spaß halt. Wie wenn jemand vor deinen Augen in eine offene Müllgrube fällt. Oder sich aus Versehen den Fuß anzündet. Zerstörung ist Spaß. Ja, wenn sie nicht dir passiert. Ich mag es, die Luftblasen in der Knicke zu zerdrücken. Ist das auch Spaß? Und wie? Wenn's dir gefällt. Leider brauche ich die Knickerfolie immer nur, um Pakete mit kleinen Gütern aufzufüllen, die irrtümlich in Paketen der Frankierungsstufe 3 gelandet sind. Und das passiert so gut wie nie. Aber wenn es passiert, dann ist hier bestimmt Party. Ich guck gerade hier hinten die Zeichnung an. Soll die uns irgendwas sagen, irgendwie? 1-3-2-3? Hä? Wir müssen wahrscheinlich noch ein paar Pakete verschicken oder irgendwie sowas. Wird wohl... zu einem Rätsel Was gefangen. Ist denn das für ein Kratzen? Kommt das etwa da aus dem Kasten? Das sind die Ersatzpostkatzen, die da kratzen. Das Kratzen in dem Kasten kommt von Ersatzpostkatzen? Es ist der Ersatzpostkatzenkasten. Krass. Ersatzpostkatzen, wie putzig. Und sehr nützlich. Ich muss die Postkatzen wechseln, wenn sie schmutzig werden. Und den Ersatzpostkatzenkasten musst du nicht putzen? Doch, aber nur mit Putzmittelersatz. Das ist sehr lästig. Und wohin packst du die putzigen Ersatzpostkatzen, wenn du den Ersatzpostkatzenkasten putzt? In den Ersatzpostkatzenkasten Putzmittelersatzsack. Potzlonna. Was für ein geiles Gespräch ist denn das? Gibt es denn gar keine externen Geräte? Es existieren keine externen Geräte, verdammt. Außer dem Horchposten, der Post und dem Backup-System im Tresorraum. Na, das sind doch schon mal zwei. Beide Geräte sind nicht zur öffentlichen Nutzung freigegeben. Verdammt! Das war so klar. Darf ich in den Tresorraum? Nur über meine verrosteten Wrackteile. Das können wir arrangieren. Ich würde gerne selber Privatgerät anmelden. Ich würde gerne selber ein privates Gerät für Außerortsgespräche anmelden. Sehr gerne. Wo soll das Gerät installiert werden? Tonis Hütte liegt im Planquadrat 4, direkt am Ausgang des Osttunnels. Ihr Auftrag wurde registriert. Die Installation der Anlage wird voraussichtlich in Kalenderwoche 63 abgeschlossen sein. Was? Das ist ja erst in einem Vierteljahr. Bis dahin werde ich Kuwak schon lange verlassen haben. Die Installation der Anlage dauert 3,799 Monate. In diesem Zeitraum wird Ihr Haus von der Strom- und Wasserversorgung der Gemeinde getrennt. Ohrenschützer gegen den Lärm der nächtlichen Bohrungen sind im Preis inbegriffen. Wie möchten Sie zahlen? Toni zahlt für mich. Rufus, du bist aber richtig gemein. Bis später. Okay, gut, dann haben wir jetzt hier wohl wahrscheinlich erstmal nichts zu tun. Ich würde auch sagen, das war's für diesen Part. Ich weiß, es ist jetzt wahrscheinlich irgendwie 2-3 Minuten kürzer, aber egal. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Lasst Kritik, Kommentare und Bewertungen da. Und für den Fall, dass ihr keine Folgen verpassen wollt, drückt auf Abonnieren. Wir sehen uns dann im nächsten Video wieder. Bis dahin, peace out, euer Raccoon Sapplay. Ciao!